Es wird jetzt nicht so sein, yo, hey, willkommen hier. Offscreen habe ich ein bisschen gebaut. Hier steht jetzt ein ganzes Schloss und ich habe eine halbe Welt errichtet. Warum zur Hölle sind hier... Abfarben, ne, von den Bäumen ist immer wieder so ein Traum. Ich habe gesehen, es gibt eine automatische Holzfarm. Also im Prinzip eine Holzfarm, da wird der Baum automatisch gewachsen. Irgendwie das Holz wird rausgeschoben aus den Blättern, die Blätter, die spawnen oder so. Dann wird mit einem TNT was gebackt wird und ich habe euch ja gefragt, yo, Bugs benutze oder nicht. Und an der Abstimmung haben tatsächlich 185 Leute teilgenommen, was übelst heftig war so. Und da war über 70% oder so waren für ja. Also da wird auf jeden Fall dann auch noch was kommen, dass wir zum Beispiel diesen Bug benutzen, dass wir unendlich TNT machen können. Und mit diesem Bug in Anführungszeichen kann man dann halt das Holz, was rausgeschoben wird aus den Bäumen, kann man dann sprengen und dadurch droppt es und das gedroppte wird eingesammelt von Wasserströmen. Dann hat man halt das Holz komplett fertig so. Das ist dann wirklich das Level, wo wir sagen können, yo, ich kann eigentlich durchgehend bauen. Also Holz ist ja immer das Einzige, was ich eigentlich mittlerweile noch mit farme. Weil Cobblestone bekomme ich ja automatisch, weil ich ja Sachen abtrage. Und sonst viele Blöcke brauche ich ja momentan noch nicht zum Bauen. Das wird sich natürlich noch ändern. Aber momentan brauche ich noch nicht viel mehr. Was halt auf jeden Fall dann noch kommen wird, in der Base unter dem Hafen, wird definitiv sein, dass wir Schafsfarmen bauen. Es gibt nämlich automatische Schafsfarmen. Die sind auch überhaupt nicht schwer zu bauen. So, das ist auch kein Problem. Von diesen Schafsfarmen will ich alle möglichen Sorten bauen, alle Farben, alles, dass die Schafe immer automatisch abgeerntet werden und die Wolle direkt automatisch gefarmt wird, so, das ist übelst heftig. Vor allem, es gibt ja auch einen Villager, der Wolle tradet und da kannst du mit dem auch unendlich viel traden, wenn du lang genug AFK stehst, was ich eigentlich immer mache. Leute, das Ding ist, ich wollte euch außerdem mal fragen, ich werde hier wahrscheinlich auch wieder irgendwo eine Abstimmung einblenden, denn ihr habt heute sehr wahrscheinlich, würde ich denken, kein herzlich willkommen, hey Leute, was geht, gehört. Denn ich denke mal, ich werde es hier in zwei Teile aufteilen, in zwei Teile schneiden, was ich jetzt gerade aufnehme. Und da werdet ihr nur eine Abmod hören und wahrscheinlich sonst einfach nur, ja, hi, ich rede jetzt und sag euch, was wir machen. Ich werde hier wahrscheinlich jetzt eine Infokarte oben rechts einfügen und euch fragen, yo, findet ihr es okay, wenn ich offscreen viel baue? Oder wäre es eher so, das Ding ist, ich habe jetzt Ferien. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich würde streamen, aber mein Internet ist echt scheiße bad. Also wirklich, der Stream würde absolut keinen Sinn ergeben, so. Ich konnte früher streamen, nur heute, ich weiß nicht warum, ich bin auch im Urlaub gewesen und ich bin nach Hause gekommen und meine Leitung war 10-mal beschissener. Ich weiß nicht warum, meine Eltern haben da nichts gemacht. Bringt nichts, lohnt sich nicht da zu streamen irgendwie. Wäre es für euch okay, wenn ich Offscreen baue? Weil so viele Sachen, die man baut, sind ja relativ langweilig. Ich muss sagen, ich finde es auch mal entspannt, wenn ich abends, jetzt ich bin todmüde manchmal abends, irgendwie habe ich trotzdem Bock, dann hier die Welt noch voranzubringen, aber dann denke ich mir, yo, ich lasse es einfach, weil ich kann nicht reden oder nicht wirklich viel reden. Aber wenn es von euch eurer Seite aus okay wäre, wenn ich hier ein bisschen mal Offscreen immer mal was baue, das würde jetzt nicht so sein, yo, hey, willkommen hier, Offscreen habe ich ein bisschen gebaut, hier steht jetzt ein ganzes Schloss und ich habe eine halbe Welt errichtet, aber mal so eine Farm oder irgendwie sowas, dass ich die Offscreen einfach baue und euch das dann in der nächsten Folge zeige, wäre natürlich eine Möglichkeit so. Wie gesagt, stimmt da einfach mal ab. Oben rechts ist die Infocard und dann müsste das eigentlich alles gehen. So Leute, ich habe hier jetzt ein bisschen was gefarmt. Ihr seht es, ich glaube, das sind um die 18 Stacks wahrscheinlich. Es sind 12 und ein halber Stack circa. Es wird jetzt auch Nacht und ich habe eigentlich keine Bock, so viel dabei Nacht zu farmen. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg nach Hause. Aus 13 Stacks sollten wir mindestens 2 Stacks Emeralds rausbekommen. Aber das sehen wir ja jetzt gleich auch. Und ich muss unbedingt gucken, ich muss da oben die Farm abreißen. Also sobald wir die automatische Bambusfarm haben, wird da oben alles niedergemetzelt. Das sieht so kacke aus, was ich da früher gebaut habe. Ich weiß gar nicht, weil ich mir dabei dachte. Yo Leute, Bambusfarm, hey, wir kommen ja auch niemals in diesem Projekt auf die Idee, irgendwas zu automatisieren. Einfach nur blöd, der Junge früher gewesen. Und dann kann ich gleich mal wieder ein paar Emeralds ertraden. So, und dann könnt ihr mal kurz herkommen und... Alter, die sind schon wieder richtig in Gönnerlaune heute. Die haben schon wieder richtig Bock. Okay, er entwickelt sich hier jetzt gerade nochmal. Heißt, er bekommt jetzt neue Items. Was hat er denn bekommen? Bogenstärke 1 und Durchschuss 1 bei einer Armbrust. Und Vergiftungspfeile. Boah, das ist echt... Das ist ein richtig guter Trade, ne? Das ist... Also... Vor allem Vergiftungspfeile, ne, sind zwar nur 0,05 Sekunden gewesen? 0,05 Sekunden, jo, das ist ja gefühlt nur ein Tick. Das ist ja ein Tick vorbei. Das ist ja nur ein extra Schaden, das ist ja voll lame. Und dann kann ich mit denen hier wieder mein Eisen traden. Das ist ja cool. So, du willst auch Eisen?
Und dann sind die nämlich direkt auch einen Level weiter. Und irgendwie immer, wenn ich mein Inventar zumachen will, wird mein Item wieder da reingelegt. Ich weiß aber nicht warum. Das ist übelst nervig. Und ihr seid jetzt weiter. Der eine hat eine Behutsamkeitsaxt. Keinesfalls schlecht. Und der andere hat eine Effizienzaxt. Für 17. Wie viel hatte der Typ, den ich jetzt hier eingesperrt habe? Der hat Effizienz und Glück für 23. Und er bildet sich weiter. Komm, bitte. Bitte ein guter Trade. Bitte. Das wäre so heftig. Ein guter Trade, lieber Villager. Okay. Komm. Gönn. Verbrennung 1 und Haltbarkeit 2 Schwert. Ist okay. Ist jetzt nicht krank, aber ist okay. Verbrennung 1, Haltbarkeit 2. Dann können wir auf jeden Fall schon mal den zweiten hier einsperren. Komm, geh mal da hoch. Weil das Ding ist, wenn wir die zombifizieren und die das dann für ein Emerald verkaufen, ist halt, ne, easy going. Und der Eisengolems ist so ein Sweet Boy, ne? Immer wieder ist er so süß. Boah, das sieht so süß aus. Okay, jetzt habe ich gerade einen Screenshot gemacht und genau in dem Moment hat er aufgehört, das zu machen. Und Alter, ich mache jetzt hier, ich hole mir jetzt ein bisschen Zeug und mache da Treppen hin. Das regt mich ja mega auf, da ich die Villager da nicht hochschieben kann. So, jetzt sind hier überall Treppen, heißt, ich kann die jetzt da auch hochschieben. Okay, er will da gerade nicht hoch, aber was hast du jetzt als nächsten Trade? Ein Namensschild für 19 Emeralds nur, boah, du bist ja echt der King. Also, das ist der Villager, wo ich wirklich sage, der ist übelst kacke. Außer Harpune 4 ist übelst gut. Aber ich bin der Meinung, es sollte eigentlich nicht so Todes-OP sein. So, dann brauche ich wieder Eisen. Also, die Eisenfarm ist echt das Beste, was wir gemacht haben in diesem Projekt. Erstmal haben wir so viel Eisen, dass wir uns damit beschmeißen können. Und wir können mit den Villagern das ganze Eisen einfach vertraden. Weil ich brauche es ja wirklich nicht. Wofür brauche ich das Eisen? Ich brauche es wirklich absolut gar nicht. Komm, und jetzt komm, geh da bitte rein. Bitte geh da doch einfach rein. Ach, Mann. Rückstoß 1 Schwert. Junge, das ist ja mal so scheiße. Wofür brauche ich ein Rückstoß 1 Schwert? Ja, genau. Und jetzt bleibst du hier. Du bleibst hier. Ich zwing dich. Du bleibst hier. Nein, ich habe ihn geschlagen. Ah, oh, scheiße, chill. Es tut mir leid, Brudi. Ich glaube, er gibt jetzt jedem schlechtere Trades, ne? Nee, er gibt mir immer noch vergünstigste. Nee, es ist alles höher. Du Kleiner. Gibt er jetzt auch höhere? Nee, er ist immer noch günstiger. Okay, Ehrenmann. Ich schlag einfach seinen Bruder und ihn juckt es gar nicht. Und was wir ganz kurz machen können, stimmt, oh mein Gott, das ist ja jetzt Todes-OP. Ich kann jetzt bei den Pfeilmachern einfach Pfeile kaufen. 1, 2, 3, ja, so ein Stack Pfeile. Und da kann ich hier hingehen und den machen und kann mir Feuerschutzpfeile kaufen. Okay, dann machen wir mal 25 Feuerschutzpfeile. Und Mann, der Trade, das stört mich jetzt schon. Und dann machen wir 25 Vergiftungspfeile. Ich weiß zwar nicht, was an denen besser und was schlechter ist, aber hey. Und vor allem, was schießt mein Bogen jetzt für Pfeile? Schießt er jetzt die Feuerschutzpfeile oder die Vergiftungspfeile? Leute, ich weiß es nicht. Also Feuerschutz war es auf jeden Fall nicht. Ich glaube, er schießt jetzt die Vergiftungspfeile, der Bogen. Aber den Typen hier würde ich trotzdem erstmal einsperren tatsächlich. Oder? Nee, aber das hier sind ja schon beides Typen, die uns Eisen traden, ne? Aber ich würde ihn ich sperre ihn einfach trotzdem ein. Einfach aus dem Prinzip, dass er halt auch Eisen tradet und das nie schlecht sein kann, wenn man, glaube ich, davon ein paar mehr hat. So will ich übrigens die Villager Hall dann auch aufbauen, dass wir wirklich, keine Ahnung, 10 Stück von jeder Sorte haben, dass man immer traden kann, egal wie viele Doppelkisten an Stuff man vertraden muss, so. Dass wir immer die Möglichkeit wirklich haben und sagen können, yo, ich brauche jetzt oder will jetzt das traden und kann das dann auch bis zum Ende traden und nein, Brudi. Du musst da reingehen. Nein, nicht außenrum. Genau, so. So, und jetzt einmal bitte geradeaus. Hopp, zu. Und dann passt das alles. Was ich mit dem mache, weiß ich immer noch nicht, weil mit dem kann ich eigentlich wirklich... Also der ist echt Abfall. Um es mal wirklich so zu sagen. So, und dann hole ich mir jetzt kurz nochmal Eisen. Vertrade das Eisen noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal rüber zu unserer Villager-Farm. Und da gucke ich dann mal, was da abgeht. Und so vielleicht wirklich Schafe nebenbei. So, dann mache ich zack. Zack. Okay, das war's dann mit der Lore. Ich habe mich zu langsam reingesetzt. Und so, jetzt können wir aber los. So, und da sind wir wieder bei unseren Villagern angekommen. Hallo. Hallo, Leute. Alles fit. So, es ist natürlich Nacht, wie auch sonst. Ich gehe jetzt hier direkt mal schlafen. Und warum zur Hölle sind hier... Mann! Warum zur Hölle sind hier nirgendwo Schafe? Können hier nicht einfach irgendwo mal Schafe spawnen, bitte? Hier muss es doch irgendwo in der Nähe muss es doch Schafe geben, oder? So rein theoretisch, also ich hätte jetzt eh nichts, um die anzulocken, aber wenigstens, dass ich sie einsperre und direkt was holen gehe. Wisst ihr, ich finde sowas wie Schafe nicht, ich finde sowas wie Kühe nicht, aber Schweine gibt's hier immer. Und ich sehe schon kommen, wenn ich mal Schweine brauche...
Und wenn sie wirklich wichtig sind, dann passiert einfach das. Ja, dann finde ich sie einfach nicht. Dann suche ich wieder stundenlang nach Schweinen. Ich weiß auch nicht, wo die hier irgendwo sein könnten, wo die sein sollen. Ich habe immer meine Augen auf jeden Berg, der hier irgendwie geladen wird. Aber ich sehe hier nirgendwo Schafe. Weil das Problem ist ja wirklich, ich besitze keine Wolle für Betten. Ich habe keine Wolle für Betten, Leute. Leute, das ist traurig, oder nicht? Also ich finde das richtig traurig. Meine Villager können sich aber nur richtig langsam fortpflanzen, weil sie nur drei Betten da oben stehen haben. So Leute, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr bei einer neuen Folge wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.